Ja, hi zusammen. Heute haben wir etwas Kleineres, eine Sichtung, die du, Philipp, im letzten September gehabt hast. In Luzern war das, glaube ich. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, dieses Video zu verarbeiten. Heute ist der Zeitpunkt dazu. Philipp, erzähl doch mal, was war da? Ja, das war am Dienstag, am 24. September 2019. Ich war da mit einer Bekannten auf der Dachterrasse des Warenhauses Manor. Circa 15 Uhr haben da Kaffee getrunken und dann plötzlich sagt meine Bekannte: Schau mal nach oben, da ist doch irgend so ein schwarzes Ding in der Luft. Ein großes, und das fliegt seltsam. Und ich habe dann hochgeschaut und gesehen, ja, das sah ein bisschen aus wie ein seltsam geformter Ballon, also von der Größe her vielleicht wie ein Auto, aber es war sehr kantig, also nicht rund wie ein Ballon, und es hatte auch keinen Korb unten dran. Und es stieg langsam immer höher. Ist auch so nach links weggeflogen, also immer höher und nach links weg, eigentlich sehr langsam. Und die Windrichtung, also es flog nicht mit dem Wind, sondern es flog gegen die Windrichtung. Und ich dachte zuerst, ich könnte es ein Spielzeug-Luftballon sein, aber für das war es eben zu groß und auch zu kantig. Auf der Videoaufnahme, die ich gemacht habe mit dem Handy, sieht man das sehr schlecht. Man sieht kaum die kantige Form oder die kantigen Formen. Es war also mehr kantig. Und ich habe es auch immer wieder aus dem Fokus verloren, weil der Display des Handys ist einfach schlecht, wenn man da in den hellen Himmel rauf filmt. Dann verliert man immer wieder das Objekt. Aber von Auge habe ich es sehr gut gesehen. Es war vielleicht 500 Meter entfernt. Und es war schwarz oder vielleicht anthrazitfarbig. Also ein Heißluftballon oder ein Gasballon kann es nicht gewesen sein, weil es eben keinen Korb drunter hatte. Und es war auch kleiner, würde ich sagen. Es war eben Größe wie ein SUV oder ein VW-Bus oder sowas. Ja, und dann ging das vielleicht 5 Minuten und dann stieg es immer höher und irgendwann hat man es dann nicht mehr gesehen. Hast du irgendwelche Geräusche gehört von diesem Objekt? Nein, gar Auch keine nicht, ja. Geräusche. Und auch sonst ist uns nichts aufgefallen, also. Die Geräusche unten bei uns waren ganz normal. Es war auch zu weit weg, als dass es so einen Einfluss gehabt haben könnte. Und das war über dem See, muss weiter oder eher Richtung Gebirge hinten? Ja, es ist Richtung See geflogen, so langsam. Also der Vierwaldstättersee war vielleicht 90 Grad von mir, links von mir, und dann ist das so langsam in diese Richtung rübergeflogen. Aber es ist eben auch immer höher gestiegen und eigentlich noch bevor es den See erreicht hat, hat man es dann nicht mehr gesehen. Was denkst du, wie lange hast du etwa gebraucht, um das Handy hervorzunehmen und zu filmen? Ja, nicht lange. Also, Ja. ich habe hoch, also meine Bekannte hat gesagt: Schau das mal an. Dann habe ich hochgeschaut, gesehen, sofort das Handy genommen. Ja. Und aber die Aufnahme habe ich dann gestoppt, weil man nichts mehr gesehen hat. Also nach einer Minute oder ich weiß nicht genau mehr. Ja. Dann Es hat man es nur kommt, noch von Auge sehen können. ja. Es kommt mir sehr ähnlich vor wie die Sichtung, die ich bei London hatte. Auch ich konnte das Objekt auf dem Display nicht erkennen. Also man filmt ins Blaue und man sieht von Auge viel mehr. Und auch die Form des Objektes, sie hat eine Ähnlichkeit meiner Meinung nach. Auch das Objekt in London hat sich entweder gedreht oder verformt und es war unrund. Also es war auch kein runder Ballon, sondern hatte Kanten. Und wann war das? Ja, das ist auch noch spannend, weil das war ja 7 Tage vor deiner Sicht.
Sichtung. Das war am 17. September 19 war ich dort und habe das ja auch mit einem Kollegen gesehen. Auch der meinte, ja, das ist kein Ballon, keine Chance. Die Qualität, das ist halt so, auch bei meinen Aufnahmen, man sieht viel weniger als von Auge. Die Leute denken immer heutzutage mit Handys, sei das, wie wenn das ein Profi filmen würde, aber so ist das halt nicht. Ja, es ist echt schwierig, weil der Himmel ist hell, tagsüber, also heller als das Display, und dann sieht man im Display einfach so einen schwarzen Punkt nicht mehr. Obwohl ich habe mein Handy immer auf der hellsten Stufe eingestellt. Also, und trotzdem ist es schwierig. Ja. Und Olli, hast du, wie weit warst du oder wie weit war das Objekt von dir entfernt? Sehr schwierig zu schätzen, aber ich würde sagen, mindestens 1 Kilometer. Und ich schätzte die Größe auf 10 Meter ungefähr Durchmesser. Aber das ist natürlich, das weißt du auch, das ist so schwierig. Klar. Bei mir war es bei einem Abschnitt, da war wirklich nur blauer Himmel. Also klar, es hatte noch einen Baum, der war nicht weit weg. Deshalb bin ich mir sicher, dass es relativ weit weg war, aber ob das 1 Kilometer, 1,5, 2, das ist sehr schwierig zu sagen. Mhm. Aber es war auch einfach ganz ein komisches Ding. Und, ja. Und wie ist es dann verschwunden? Es ist aus der Sicht geflogen. Die Bäume waren dann irgendwann zu nahe, dass man es nicht mehr sehen konnte. Also hinter den Bäumen verschwunden? Ja, weil der Winkel von mir ging ja relativ steil hoch zu den Bäumen. Und, aber es war schon vorher so, dass man es, also auf dem Handy-Display, wie gesagt, habe ich es eigentlich gar nie gesehen. Und auch von Auge wurde es also schwierig. Es ist definitiv weg von uns geflogen. Ja, aber das Interessante finde ich jetzt an euren beiden Sichtungen, wenn ich das so sagen darf, dass es jeweils nochmals einen Zeuge dazu gab oder mehrere Zeuge. Ja. Das ist eigentlich hochinteressant. Ja. Ja, und auch die Aussage, also von meinem Kollegen dort, der sagte auch, das ist kein Ballon, das ist viel zu groß und zu weit weg. Und auch bei meinem Objekt sieht man ja keinen Korb. Und auch ein Wetterballon schaut nicht so aus. Also, Ja, also wir saßen ja da, meine Bekannte und ich, eben auf der Dachterrasse des Warenhauses Manor, und da waren natürlich noch andere Leute, und als wir da hochgezeigt haben und gefilmt haben, haben die anderen Leute das auch gesehen und auch hochgeschaut und fanden das auch seltsam. Aber jeder geht dann wieder zurück zu seiner Routine. Ja, genau. Ja, super. Sehr spannend. Und wir drei sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Ja. Per Skype. Genau. Ja, alles Gute dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.